Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind heute mal ganz woanders unterwegs und zwar hier in der Verwallgruppe. Mit dabei ist übrigens auch die Heike. Hallo. Ja, und wir sind jetzt heute hier gestartet am Parkplatz vom Malfontal und fahren jetzt gleich mit dem Bus rauf nach St. Christoph. Und dann geht es jetzt 8 Tage lang hindurch durch das Verwallgebirge. Ich glaube, es sind über 90 Kilometer Wegstrecke und knapp 7000 Höhenmeter, die auf uns warten. Wird auf jeden Fall eine ordentliche Tour, oder Heike? Ich denke schon, ja. Alles klar, also viel Spaß mit dem Video. Vom Wanderparkplatz Malfontal in Pettneu am Arlberg starten wir unsere 8-tägige Wanderung durch das Verwallgebirge. Zunächst geht es für uns in die Ortsmitte von Pettneu und von dort dann mit dem Bus weiter hinauf bis nach St. Christoph. Angekommen in St. Christoph, beginnen wir damit den Aufstieg zur Kaltenberghütte. So, wir sind jetzt gerade gestartet hier in St. Christoph und machen uns jetzt auf den Weg zur Kaltenberghütte. Ja, so 2 bis 3 Stunden ungefähr, wenn wir da jetzt rauf brauchen. Und einen Überblick über unsere Verwallrunde, die wir jetzt für die nächsten 8 Tage geplant haben, blende ich euch jetzt ein. Die klassische Verwallrunde führt in 8 Tagen über mehrere Gipfel und aussichtsreiche Höhenwege quer durch das Verwallgebirge. Wir starten die Verwallrunde in Pettneu am Arlberg, von wo aus wir zunächst mit dem Bus hinauf nach St. Christoph fahren. Von dort aus geht es nun zu Fuß weiter hinauf bis zur Kaltenberghütte. Die 2. Etappe führt uns dann von der Kaltenberghütte zunächst hinauf zur Krachenspitze. Wobei am Gletschersee geht es dann über das Gstanzjöchli hinab zur Konstanzer Hütte. Am 3. Tag geht es dann von der Konstanzer Hütte weiter über das Wannerjöchel an der Südflanke von Patariol zur Heilbronner Hütte. Am Tag 4 führt uns der Steig dann über das Muttenjoch zunächst hinauf auf die Geispitze und dann wieder bergab zur Friedrichshafener Hütte. Am Tag 5 geht es zunächst steil hinauf zum Schafbecheljoch. Nach dem Abstieg durchs Fasultal geht es dann über das Kuchenjöchli zur Darmstädter Hütte. Etappe 6 führt uns dann vorbei am Kartellspeichersee und über das Sestlastjöchli weiter zur Niederelbehütte. Am 7. Tag geht es dann nach einem Abstecher am Kappler Kopf über die Schmalzgrubenscharte zur Etten- und Grafhütte. Die 6. Etappe führt uns dann noch auf den Hohen Riffler und von dort dann bergab zu unserem Ausgangspunkt in Pettneu. Von St. Christoph starten wir in unsere 1. Etappe zur Kaltenberghütte. Nach einem etwas steileren Anstieg erreichen wir weiter oben eine moorartige Landschaft mit vielen kleineren Seen. Im leichten Auf und Ab folgen wir dem Steig weiter über das weitläufige Plateau. Dann passieren wir einen großen Betonklotz, welcher zur Belüftung des unter uns liegenden Arlbergtunnels verwendet wird. Hinter der Belüftungsanlage passieren wir dann eine Wiese mit vielen Kühen und Pferden. Mit einem traumhaften Blick auf das Klostertal steigen wir dann wieder etwas steiler den Berg hinauf und überqueren dabei auch einige Bachläufe. Nach einem weiteren Anstieg erreichen wir dann die Kaltenberghütte. So, jetzt sind wir angekommen hier auf der Kaltenberghütte. So gute 2 Stunden haben wir jetzt hochgebraucht von St. Christoph aus. Echt schöner Weg hierauf, viele Tiere gesehen, Kühe und Pferde am Wegesrand. Und hier übernachten wir jetzt heute und treffen noch gleich hier auf unsere beiden Mitwanderer, den Frank und die Annette. Die sitzen nämlich schon irgendwo da in der Hütte. Angekommen an der Kaltenberghütte beziehen wir die Bettenlager und kümmern uns um die Hüttenstempel. Ja, wir haben uns jetzt gerade unseren ersten Wanderstempel geholt. Ihr braucht nämlich 6 Stempel von 6 verschiedenen Hütten, damit ihr von der Alpenvereinssektion ein Finisher-T-Shirt kostenlos zugeschickt bekommt. Also wenn ihr die Runde mal geht, dann nehmt euch auf jeden Fall so ein DIN A4-Blatt mit, wo ihr das Ganze absteppeln könnt. Und dann könnt ihr euch danach, wenn ihr die Verwallrunde geschafft habt, kostenlos die T-Shirts zuschicken lassen.
Nach dem Beziehen der Lager und dem Abendessen geht es für uns dann noch rauf zum Bergsee hinter der Hütte. So, wir haben jetzt gerade schon zu Abend gegessen. Ja, und sind jetzt etwas oberhalb von der Hütte noch zu dem Bergsee gelaufen. Da sind wir gerade auch schon reingesprungen. Ist echt super, also nicht zu kalt. Ja, dementsprechend sparen wir uns heute die Duschmarke und genießen jetzt noch ein bisschen hier die Abendstimmung an der Hütte. An dem schönen Bergsee sowie auf der sonnenverwöhnten Terrasse der Hütte genießen wir noch etwas die abendliche Stimmung. Um auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen, jetzt abonnieren und Glocke aktivieren.